Tja, Lüge, meine Freunde, und herzlich willkommen hier mal wieder zu einem kleinen, etwas anderen Video der Extraklasse. Oh, der Extraklasse, gut, das war jetzt wieder egal. Denn ich habe heute mal was zum Unboxen da und ich hoffe einfach mal, die Videoeinstellungen hier, die funktionieren so, wie sie dementsprechend funktionieren sollen. Wir gucken uns heute mal nämlich die Loot Chest an. Ich hoffe, das kann man sehen. Ich habe mal hier glücklicherweise die Adresse vorher entfernt. Ja, die Loot Chest, das ist, schimpft sich selber als Überraschungsbox für Gamer. Ihr kennt sie vielleicht schon von anderen Kanälen her oder jetzt auch gerade von Tino, der von anderen Dings dementsprechend so eine Art Ähnliches hat. Und in dieser Überraschungsbox sind halt schöne, nette Dinger für uns Gamer drin. Und ja, das möchte ich einfach mal unboxen. Da habe ich jetzt mal eine Box zugeschickt bekommen. Danke im Übrigen dafür. Und da wollen wir sagen, quatschen wir eigentlich gar nicht so lange. Ihr seht die Box jetzt natürlich nicht so großartig, da die jetzt hier unten ist. Und ich habe einfach kein besseres Stativ gefunden, was jetzt ja gerade mal da irgendwie dafür geeignet ist. Aber verpassen tut ihr jetzt gerade beim Box öffnen so oder so nichts. So. Da haben wir ja erstmal das schnieke Buch drin. In dem Buch ist dementsprechend Deutsch und Englisch mit drin und steht halt drin, was drin ist. Das schauen wir uns logischerweise jetzt nicht an, weil sonst würden wir uns ja selber spoilern. Und das wäre ja mehr als dämlich, wenn wir mal ehrlich sind. So, dann würde ich sagen, das bleibt mal bitte kurz so. So, blaues Papier. So, mit was fangen wir denn mal an? Fangen wir mal hier mit an. Ein Pop Movies Shields Pay 2. Also eine... Ja, ich nenne es mal Puppe. Ach, alles klar, da habt ihr hier hinten gerade nochmal drauf. Seht ihr das? Das ist doch hier Chucky, die Mörderpuppe, wenn mich da jetzt nicht alles täuscht, oder? Hieß der Film? Ja, genau, Chucky. Genau, Chucky, die Mörderpuppe als Figur, so auf Deutsch übersetzt. Ist eigentlich ganz schnieke, zumal ich mal eh sowieso ein bisschen, ich nenne es mal aufräumen, was ist nicht aufräumen, mal umbauen wollte bei mir im Zimmer. Davon abgesehen, gar nicht so schlecht, beziehungsweise würde bestimmt einen guten Sammlerwert haben. Ja, Schnieke, also auf jeden Fall da schon mal lustig, lustig. Dann geht's weiter. Was ich schön finde, Gott sei Dank ist es in der Box drin, das schöne Konfetti hier. Ja, muss ich nicht erst staubsaugen, falls es jetzt runtergefallen wäre. Dann haben wir hier... Oh, Burials is mine. Das sieht sehr gerade mal eigenartig aus. Ich verstehe es gerade nicht, was es sein soll. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Okay. Das könnten meines Erachtens nach die... Oder was könnte das sein? Machen wir einfach mal auf. Beziehungsweise mal hier gerade aus der Verpackung hier herausnehmen. Das sieht halt aus wie so schwarzes was. Oder sie. Und da steht dementsprechend was drauf. Das ist schön. Hier kann man es anscheinend öffnen. Das scheint irgendeine Art Klipperschleim zu sein, ihr seht. Okay, das fasse ich jetzt aber, wenn es geht, nicht so wirklich an. Da muss ich nachher mal ins Buch schauen, was das sein könnte. Aber ich will mich gerade nicht selber spoilern, davon abgesehen. Dann haben wir einmal Beastboon Popping Kansas and Lollipop. Also Süßigkeiten bin ich immer dafür zu haben. Scheint irgendwas Saures zu sein. 13,8 Gramm. Ach, Cola-Geschmack. Ja, wunderbar. Und gleich getroffen. Schnieke, schnieke. Dann haben wir... Oh Gott, was ist das? Ach, ein Schlüsselanhänger. Ich muss aber mal so gucken, ob das hier auch alles passt. Von Ghostbusters. Genau, Ghostbusters. Och, auch eine Schnieke. Wie gesagt, wer da steht. Wunderbar. Dann haben wir einmal... What the heck? Eine Blut Energy Portion, das sieht schon richtig, ich will gerade mal wieder weiter zurückgehen, das sieht schon richtig lecker aus, sogar mit Anleitung in der Mikrowelle, 14 Sekunden bei 100, was bei 98,6 Fahrenheit machen und dann viel Spaß, so steht es jedenfalls hier hinten mit drauf, ist also genießbar. Aus was es besteht, das ist jetzt so die zweite Sache. Ich gucke gerade mal hier. Okay, 80 Gramm, bla bla bla. Gut, steht nicht gerade so wirklich da, aus was das besteht. Das wird aber, ich denke mal, der reinste Zuckerbrühe sein. Ist aber wirklich geil gemacht, davon mal abgesehen. Diese Blutpakete, also für DLC-Fans auf jeden Fall
Nicht schlecht, ich lege es trotzdem erstmal hier zur Seite. Und dann haben wir das, ja, das wohl größte in der Box drin. Und da hoffe ich jetzt einfach mal und möchte ich drum bitten, dass da jetzt nichts auf den schönen Perserteppich hier pullert. Obwohl, das kommt, denke ich mal, das machen wir erst zuletzt, würde ich sagen. Denn dann haben wir jetzt hier, so, noch nämlich einen großen Sticker, wohlbemerkt auf groß. Gar nicht so sicher, was das sein soll, wenn ich einen Staple, sagt mir jetzt persönlich nicht. Dann haben wir noch mehr Sticker von lootchest.de. Zweimal. Eigenwerbung schaut gut. Und was haben wir jetzt noch hier? Gut, darauf hätte ich jetzt verzichten können. Eine Autogrammkarte von Alexi Bexi inklusive YouTube, Facebook und sonst etwas. Ja gut, hätte ich darauf verzichten können, aber kann man es mal so machen, wenn man mal so meine Karte reinlegt. Ich habe eine Autogrammkarte. Eigentlich gar keine so schlechte Werbung. Ja, um im Endeffekt jetzt noch das Größte zu zeigen. Da haben wir nämlich hier ein T-Shirt. Jetzt ist was auf den Perserteppich gekommen. Ach, da. Und zwar ein T-Shirt und zwar von Resident Evil, wie das aussieht, oder? Umbrella? Kennt ihr das Umbrella? Muss ich mir gerade mal selber gucken. Ja, das ist das Logo von Umbrella Corporation. Von Resident Evil. Ich hoffe, ihr seht das gerade irgendwie richtig gut. Ganz schniege, aber... Sogar meine Größe, ich war blöde. XL. XL, made in Bangladesch. Na gut, wer sonst, da habe ich immer wieder. Ja, XL passt sogar. Sehr schön. Und da hat man schon, ich nenne es mal gleich mal ein neues T-Shirt dazu. Och, und was will man mehr? Wirklich sehr schniege. So, nachdem ich es euch nur gezeigt habe, vielleicht noch ein paar kleine Rückeninformationen. Und zwar in der Videobeschreibung findet ihr jetzt dementsprechend den Link zu lootchest.de. Wie gesagt, ist deutsche Seite. Deutsches Unternehmen in dem Sinne, beziehungsweise deutsche, ich nenne das einfach mal Zweigstelle. Da braucht ihr euch schon mal keine Sorgen zu machen, dass das jetzt irgendwo im Ausland postiert ist. Es gibt, wenn ihr diese Boxen hier haben wollt, gibt es Abonnements zur Möglichkeit. Das fängt halt bei 1 an. Also ein Monatsabo geht über, muss ich mal gucken, über 3 Monate, beziehungsweise das größte ist 6 Monate. So ein Monat, also sprich, wenn ihr einmal so eine Box haben wollt, so zum Testen, ne, das kostet 24,95 pro Box, also eine Box im Endeffekt. Ihr könnt es dann natürlich, so höher ihr euer Abonnent abschließen, so billiger wird die Box immer, ihr wisst es ja. Bei 3 Monaten sind wir nämlich schon bei 22,95 und wenn ihr gleich sagt, ja, ich will jetzt für 6 Monate, also 6 Boxen haben, bezahlt ihr dann für jede Box nur 19,95. So, es kommt jeden Monat eine neue Box raus mit immer anderen Stuff. Ja. Das ist natürlich vorher nicht bekannt gegeben, sondern das wird dann, ne, sollte euch ja überraschen. Und da können halt immer, wie gesagt, solche Figuren, T-Shirt, das Löwe immer mit dabei. Und wenn wir hier gerade nochmal in das schöne Buch gucken, ich hoffe, das passt von der Lichtstimmung nachher, weil die Sonne hat sich jetzt leider Gottes verabschiedet. Da sieht man auch nochmal, da ist das hier drinnen alles schön umschrieben. Gut, das sieht man jetzt dank der Lichtstimmung nicht mehr. Aber naja, also auf jeden Fall, wer sich es immer mal angucken möchte, wie gesagt, die Links sind dafür in der Videobeschreibung. Ich kann dazu noch sagen, nette Spielereien, muss ich ganz ehrlich zugeben, wirklich nette Spielereien. Ich denke mal, das größte Teil werden mich immer mal die T-Shirts interessieren, obwohl ich auch sagen muss, dass gerade solche Figuren hier eigentlich immer ganz schnieke sind, gerade so für die schöne Anbauwand hier. Muss, sage ich immer wieder, jeder selber entscheiden, ob er dafür das Geld hat oder ausgeben will. Ne? Da zwingt euch ja keiner dazu, aber ich finde es auf jeden Fall schnieke. Danke, Lutsches, dass ich das Ganze vorstellen durfte. Und ja, mir gefällt es auf jeden Fall. Gut, ich bin dann in dem Sinne für das Video raus. Wie gesagt, auch wegen den Tonstrunden. Das ist jetzt direkt von den Camcorder und das kann alles ein bisschen hallen. Je nachdem. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, meine Freunde. Bis dann. Haut rein. Tschüss.